So, hallo, Lüchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Pitcher Meyers. Und ja, genau am Sonntag. Ja, und ich habe einen neuen Begleiter, und zwar mein Schweißhund. Also der, was dann ein angeschossenes Tier folgt. Und mal schauen, wie der so ist. Ich habe da schon ein bisschen damit gespielt und habe Level 2. Also der Hund hat Level 2. Was nehme ich mit? Natürlich nur die Bockflinte habe ich diesmal dabei. Und den, für Notfall, den Revolver 308. Und das war's schon. Ansonsten möchte ich heute mal was probieren. Und zwar, so, das hätte ich wahrscheinlich machen müssen außerhalb vom Spiel oder Spielinteraktion. Wir versuchen jetzt Folgendes, da wir den Schweißhund haben, wird es heute mal ein bisschen spannender werden. Und zwar machen wir die Markierung aus. Denn wir haben ja den Hund dabei. So, und ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Wo ist er denn? Hallo? Hallo Kondor, da ist er. Da ist er, mein Hund. Der sitzt natürlich schön da, schaut echt cool aus. Und dann schauen wir mal, wie der so ist. Hä? Ist ein Leckerli. Geht gerade nicht. Aha, warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Machen wir Platz. Also das macht er alles. Voll schön, jetzt kann man belohnen, dass er so Platz gemacht hat. So, und dann gehen wir mal los. Und sobald sich was tut, melde ich mich. Also ich denke mal, wir werden vielleicht heute nur ein Tier schießen, weil ich werde mit Absicht, ich sage jetzt mit Absicht, weil ich einfach wissen will, wie der Hund wird. Ups, willst du gerade kommen? Weil ich einfach mal wissen will, wie der Hund so arbeitet. Das euch natürlich zeigen will. Ich habe es ja schon gesehen. Möchte es euch aber auch ein bisschen zeigen. Und deswegen werde ich mit Absicht, ich sage es jetzt gleich, versuchen, das Tier nicht auf Anhieb tödlich zu treffen, dass es abhaut, dass wir wirklich auf Spure suchen müssen und also die Blutspur suchen müssen und dann den Hund auf die Schweißspur schicken und dann sehen wir ja, was passiert. So, auf alle Fälle, sobald das erste Tier sich meldet, werde ich mich zurückmelden und ich hoffe, dass es ein Hirsch sein wird, weil damit kann man es vielleicht am besten sehen. Okay, also dann bis gleich. So, und da bin ich wieder und ich habe den ersten Call von einem Hirschen. Der ist da relativ weit vorn. Und den callen wir jetzt auch. Ich hatte gehofft, ich komme bis zu meinem Baumsitz. Aber dem scheint nicht so zu sein, weil der doch relativ früh da oben schon erscheinen wird. Das ist aber kein Problem. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt auf die andere Seite, auf den Hügel, und dort legen wir uns hin. Dann gebe ich auch meinem Hund den Platzbefehl. Der bewegt sich echt sowieso super leise. Damit vom Kondor ab. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie groß der Hirsch sein wird. So. Und jetzt machst du mal Platz. Gut. Super, und du bleibst, bis ich dich rufe. Ah nein! Das war falsch. Bleib. Genau. So, und jetzt schauen wir mal. Da läuft er. Da läuft er. So, dann legen wir uns mal hin. Die Flinte in die Hand. Und dann schauen wir mal, ob wir den kriegen. Ups. So. Also wie gesagt, wenn der Schuss jetzt nicht gleich sitzt, ist es mit Absicht. Weil ich möchte ja,
dass der Hund seine Arbeit tut. So, getroffen ist er. Laufen tut er. Jetzt ist der Hund doch gekommen. Und da drüben hat er sich hingelegt. Also allzu weit müssen wir nicht gehen. Das ist gut. So, jetzt hoffe ich nur, dass wir die Spur gleich finden. Weil wie gesagt, ich habe ja die Spuren aus. Normal sollten wir schauen, dass man irgendwo oben ist, damit man dann gut markieren kann. Jetzt darf ich hier erstmal suchen gehen. Aber der war auf der Straße, das müsste eigentlich ganz gut sichtbar sein. Getroffen habe ich ihn auf alle Fälle, weil der hat sich da unten hingelegt. Müssen wir eigentlich nur doch erstmal die Spur finden. Und dann sehen wir, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Quasi, dass der Hund der Spur folgt, obwohl wir gar keine sehen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo war jetzt das? Aha. Nee, das ist eine neue Spur. Da hat gerade was gecrawlt. Na? Von irgendwo muss man das gut finden. Na? Ich glaube, das sind wir schon viel zu weit vorn. Gehen wir mal mit zurück. Schauen wir, ob der vielleicht im Gras gestanden war, hier am Rand irgendwo. Aha, hier haben wir ihn. Ja, hier ist es gut. So, jetzt kommt ein Hund, komm her. Größern. So, jetzt machen wir folgendes. V und Blutspur folgen. So, jetzt läuft er los. Schön. Er macht was. Oh, Level 3 erreicht. Super. Folgsamkeit Level 2. Da kommst du. Da wieder Spur. Und der, glaube ich, hat ihn gefunden. Bist du gleich bei ihm? Ja. Und er bellt. Ja, super. Schön. Da. Nehmen wir die ganze Spur auf. So. Ja, ist gut. Bin schon da. Sitz. Komm, sitz. Na, was ist denn los? Sitz, komm. Ja, so. Jetzt lecker wie für dich hier, guck. Ja, fein gemacht. Gut. Und so haben wir jetzt unseren ersten Hirschen, ohne dass wir die Spuren anhatten. Und ja gut, es war jetzt einfach. Aber naja, am Anfang freut man sich dann auch über sowas, weil das habe ich eigentlich einmal versucht und habe das Wild dann nicht mehr gefunden, auch die Blutspur nicht. Also war jetzt eigentlich ganz gut. Ja, der Hirsch kann sie aussehen lassen. Gut, schön. Ja, geh mal weg da. Obwohl, ich sei Trophäe, hast du gefunden? Ja, darfst du so stehen bleiben. Gut, so. Dann gehen wir weiter und schauen, ob sich noch was tut. Ich werde jetzt auf dem Baumsitz draufsetzen und einfach mal gucken, ob sich noch was tut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt hat sich eine Wildsau gemeldet, was ich hier eigentlich in diesem Bereich sehr, sehr selten habe. So, hat, wo ist er denn? Nein, bin ich gar nicht dabei, oder was? Doch hier. Von da vorne. Dann kann man das natürlich gleich mal beim Wildschwein auch testen. Ich habe natürlich jetzt nur die Bockfinde dabei. Also da oben muss der kommen. Also bis jetzt. Also das ist männlich sogar, die Wildsau. Aber man sieht das jetzt noch nicht, oder? Nee.
Nee, es sind Steine. So, ja, ich möchte mich gleich wieder so bald, obwohl da drüben rennt schon, ja? Nee. Okay, bis gleich. So, und da bin ich wieder und da kommt die Wildsau. Jetzt warten wir noch auf die Sichtungsdaten. Und lassen die Sau einfach mal rankommen. Bleibt sie da stehen. Ein Hund, der sitzt hier unten, macht Platz, so wie es gehört. Düpp. So, komm, Schweinchen. So, komm, gib mal Sichtung, damit wir ungefähr wissen, was da auf uns zukommt. Also die Tower schauen ja schon mal ganz gut aus, oder die Waffen. Auch schnell den Kopf schütteln. Ich hoffe nur, dass wir die gleich so gut verletzen, damit wir nicht ewig lang hinterherlaufen müssen. Aber mit dem Hund sollte das ja einigermaßen gut funktionieren. Das darf ich dann nur nachher nur nicht vergessen, wenn wir die geschossen haben, dass sie aufs Fernglas umschalten und dann die Blutspur markieren. Damit wir die gleich finden. So, jetzt hat, ach, kriegt man nicht immer Sichtungsdaten. Ah, doch, jetzt. 90 bis 180, 530 bis 1040er Score. Ja, darf schon ein bisschen herkommen, mein Freund. Ist noch zu weit weg. Aber so 40 Meter müsste schon rankommen. So. Und für mein Konto ist es dann die erste Wildsau, was er folgen darf. Falls er nicht gleich liegen bleiben sollte. Sieht auf alle Fälle schon cool aus. Aber ich glaube, die Tausender wird sie nicht ganz erreichen. Schätze mal nicht. So, jetzt ziehen schon wieder Wolken auf. Jetzt wird es gleich wieder regnen. Na komm. Komm noch ein bisschen her, komm. Mit 30 Meter. Schüttel nicht den Kopf, sondern komm her. Die Enten regen auf. Oder besser die Gänse. So. Da lassen wir sie noch ein bisschen rankommen. Ja, sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob die Sau den Hund wittert. Ich würde sagen, probieren wir es. Ah. Getroffen ist er. Nachschießen tun wir jetzt nicht. Und da liegt sie. Ja, das war doch auch ein guter Schuss. Aber den Hund trainieren wir trotzdem.
Ach nee, oder? Da callt gleich die nächste. Weiblich. Die kommt von der anderen Seite. Hey, habe ich gesagt, du sollst aufstehen. Aber die lassen wir. So. Dann komm mal mit. Habe ich gesagt, du sollst aufstehen. Komm. Darfst du gleich nochmal trainieren. Wölfe finden das voll gut, ohne Spuren. Also das ist schon super, weil dann hat man im Hintergrund immer die roten, grünen oder wie auch immer, welche Farbe ihr da benutzt. So, das müsste hier irgendwo die Ding sein, das Blut. Da haben wir es. So, hier aber das Blut. So, und jetzt da, kommen wir her. Ja. Und such mal. Ja, sehen Sie ja. Da vorne liegt sie ja. Na, was los? Wo bist du hin? Komm her. Du bist doch ganz verkehrt. Jetzt komm. Nimm die Witterung auf. Ja, was los? Hast du? Glaub ja. Da ist wieder eine Spur. Schön. Also das kommt jetzt, also das Spiel wird immer realistischer. Wenn man ohne den Spur da laufen kann. Ja, hat ihn gefunden. Super. Hast den Keiler gefunden? Ja, ja. Hast du gut gemacht. So, dann komm mal her. Komm. Sitz. Gut. Jetzt kriegt erstmal seine Belohnung. Na? Hast du fein gemacht, gell? Ja, voll fein. Gut. So, und dann schauen wir uns mal die Sau an. So, was haben wir denn? 571er, puhuhu. CSS 30,9, da kannst du sehen lassen. Aber ja, Größe ist jetzt nicht allzu riesig. Aber naja, was soll's. So. Gut, meine Freunde. Heute habe ich mir ein bisschen langsam gemacht und so. Das war's eigentlich schon für das Video. Also, der Hund, 799 EMs kostet der. Und ist eigentlich empfehlenswert. Was heißt eigentlich? Der ist empfehlenswert, weil man kann jetzt ohne Spuren jagen gehen. Also die Spuren kann man ausmachen. Man muss halt ein bisschen dann auch ein gutes Auge haben. Wo habe ich den getroffen? Da muss man halt mal suchen gehen. Das war beim Hirsch mein Fehler. Ich habe nicht markiert. Hier habe ich jetzt markiert. Da konnte man jetzt relativ schnell die Spur finden. Und ja, auf alle Fälle super. Gut. Das war's dann auch schon und jetzt wünsche ich noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Woche. Tschüss.